Genau. Oh, danke schön. Super. Die Berliner Buddybären. Die Buddybären, die sagen, ja. Also Eberswalde, das waren die Einzigen, die haben mir 10.000 Euro, geben sie mir. Und wenn ich zurückkomme, bekomme ich 100.000 Euro für einen guten Zweck. Also ich kann entscheiden, wer das Geld bekommt. Welche Organisation von unterwegs oder in Berlin oder egal was. Das finde ich ganz toll. Alle anderen haben mir MOR, also zum Beispiel Einsatzreifen umsonst gegeben. Was ganz wichtig ist, Hamburg Süd, die Reederei, hilft mir in jedem Hafen, das Auto auf den Container zu bringen und ich darf mitfahren. Man darf nämlich auf dem Containerschiff nicht mitfahren. Und das hat Dr. Oetker, der auch nur damals, dem gehört Hamburg Süd, der hat dafür Verständnis, dass ich mein Auto nicht verlassen will. Aber das wäre schon sonst, läuft da eigentlich ganz gut. Alles prima. Was ich glaube, was ich machen muss, ist, der wird zu warm. Sind Sie Meister? Ja. Wo haben Sie gelernt? Ab und an gut, ausnahmsweise werden wir. Ja, wir können alles machen, wir machen alles hier. Machen Sie bei uns. So, jetzt wird die Fahne wieder festgemacht, die ist nämlich locker geworden. Ja, mein Name ist Leutnant Alexander Mühne. Ich möchte hier aus dem Knaufo-Einsatz meine Eltern grüßen. Mama, Papa, meinem Bruder Markus. Ich wünsche euch für die nächste Zeit noch viel Erfolg. Ich bin bald da, wieder bei euch. Ein paar Tage noch. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Wir können die Schrauben mal nachziehen, dann mal sauber machen. Wie sagt man, weiterfahren und beobachten. Ja, schon nie trinken. Ne? Wir sind ja auf der Grundlage einer VN-Resolution da, die 1999 erlassen wurde, die 1244. Und da sind auch unsere Aufgaben drin. Und wir hier in Prizren, wir stellen sicher die gesamte logistische Versorgung aller deutschen Kräfte hier im Kosovo. Und das ist das Verdienst von insgesamt 38 deutschen Einsatzkontingenten, die seit 1999 hier ihren Dienst tun. Und ich bin halt eben sehr froh, dass ich es jetzt machen darf, weil ich 2004 schon mal da war. Weil ich dann das Kosovo, den Balkan, als Referent im Bundesministerium für Verteidigung bearbeitet habe, also nie die Verbindung verloren habe zu dem Land und der Region. Und jetzt wieder gucken kann, wie hat sich das ergeben, dass die Bundeswehr eben, dass ich ins Ministerium gekommen bin und dann nach Berlin umgezogen bin. Und da gehe ich jetzt auch nicht mehr weg, weil ich sage, das ist die schönste Stadt der Welt. Lest BZ, wenn ihr Berliner seid.